Seid gegrüßt. Eine Annexion. Dann lassen wir dich mal einfach so, wie du bist. Sucht nach Gelegenheiten und setzt sie um. Ich verlange feinste Weine! Bündelt eure Leidenschaft! Ich habe keine Ahnung, warum der da noch rumrennen kann, ey. Ist unglaublich. Gute Nacht, Multivitamin. Schlaf gut nach deiner Nachtschicht. Weil er müsste ja schon lange keinen Militärvorrat mehr haben. Ja, Yuan Shao wurde vernichtet. Von dem haben wir gerade die Stadt eingenommen. Tao Fu. Ein Gelehrter schließt sich eure Fraktion an. Ach komm, plus 10% Charaktererfahrung. Beschleunigen wir das Ganze noch mehr. Fu Yu und Fu Ba. In den Krieg. Wo ist meine Flasche? Für China. Ach, ist das schön am Anfang. Es ist so ätzend. Wenn du überhaupt nichts hinkriegst bei dieser Nachrekrutierung. Ich bin der Speer des Rechts. Das ist so edel, wenn du die Reformsachen hast und die Charaktere noch was draufzahlen. Und du die Bevölkerung hast in den Regionen. Den umgebaut werden. Nein, es wäre nicht cool, mein Ackerland an den Vasallen zu geben. Also ich wäre definitiv dagegen. Meinem Reich geht es ja zurzeit ganz gut. Eine Zeitverschwendung. Ach,
jetzt ist er wieder Stärke Rang 1. Aber ist auch klar, der ist ja auch der Armeepumper. Der kriegt durch die Vasallen einen Haufen Kohle und kann dann auch noch, sag ich mal, mit wenig Unterhaltskosten riesige Armeen aufziehen. Weil er einfach wenig zahlen muss dafür. Irgendwann bricht mir der Tisch hier zusammen. Ich höre es schon. Er knarrt viel mehr als früher. Das Umziehen mit dem Tisch war vielleicht nicht so gut. Und dann zieht er weiter. Gelegenheiten sind selten und von kurzer Dauer. Der Kaiser ist verwundbar. Kriegsherren erheben sich, um ihn zu verteidigen. Doch andere erliegen dem Lockruf der Macht. Sie erheben ihren Anspruch mit Stahl und Blut. Inmitten des wachsenden Chaos gibt es nur eine absolute Wahrheit. Der Krieg wird Chinas Schicksal bestimmen. Dum dum dum. Herzog. Mandat des Himmels. Ich wollte schon sagen, ich habe doch mehrere Kinder. Ich bin erst 49. Muss ich jetzt schon darüber überlegen, was mein Fraktionserbe mal sein wird? Kann ich noch warten, bis einer groß ist von denen. Hast du ja auch was zu tun. Hier können wir das Handelseinkommen steigern. Warum nicht den Superstrategen einsetzen? Weil das vielleicht meine anderen Kinder sauer machen könnte. Irgendwo habe ich mal gelesen, die könnten erzürnt sein durch sowas. Sogar noch einen Verwalter einsetzen. Kurs, Kurs.
sicher durch Treue, durch Respekt und Handeln. Mit aller Kraft! Ich dulde keine Ungerechtigkeit! Mäht sie nieder! Lasst eure Wut aus! Verdammt, was habe ich angeklickt? Muss auf jeden Fall eine Runde warten. Führt mit Stärke gemeinsam. Ah, ich hätte noch gucken können, ob es noch eine neue eine neue Möglichkeit gibt zu handeln. Wir haben einen Fehler begangen und ziehen uns zurück. Okay. Da muss ich nicht selbst kämpfen. Lauft! Hauptstadt verlegen kostet 20.000. Wir zerstören natürlich die Mauern. Nicht nachgeben! Als Einheit! Ich weiß, damit wir nicht den Handel so abdrehen können, aber sie hat Potenzial. Bringt mir ja gerade nichts. Was ist euer Wunsch? Glaube ich, nur noch um die Siedlung. Der Holzplatz ist bei Dongming. Lasst eure Wut aus! Ein Missverständnis. Was ist? Schlecht drauf. War es nicht mal Vasall von diesem komischen Typen hier, Yuang Shao? Lasst uns für Stabilität in China sorgen. Lasst uns reden. Herzogtum Wu, Handel ausgesetzt? Ich bin doch an der Grenze von dem. Ach, der wird belagert. Ach, zieh das mal rein. Yang. Achso, der. Ach, der wird von der Rebellion der gelben Turbane da belagert. Wirklich nur kaputte hier. Ach, ihr seid es. Dies findet unsere Zustimmung. Wozu müssen wir uns unterhalten? Keine Ahnung. Du warst mal ein Freund von mir. Aber inzwischen bist du einfach nur noch jemand, der hier rumlungert.
Achso, da bauen wir gerade schon. So, lass mal so ein bisschen bluten. Moin, hat es die letzte Partie eigentlich erfolgreich beendet? Möchtest du das wirklich wissen? Oder wolltest du die Videos noch schauen? Das ist eine Überraschung. Unter einer Flagge. Bereit zum Eilmarsch. Bedenk den Weg. Wenn dieses Video rauskommt, weiß man das eigentlich schon. Zählt Liu Biao auch annektieren als Misserfolg? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann man der Geschichte da nicht folgen. Aber was soll ich machen? Er mag mich nicht, es ändert sich auch nicht mehr. Und er ist Vasall, er kann eh keine Koalition mehr machen. Oder Biao. Und der rennt da immer noch freundlich rum. Keine Ahnung, wie der überhaupt seinen Nachschub bekommt. Bären sammeln. Und so haben wir plötzlich gegen mehrere Leute Krieg. Kann ich den Vasallen nicht rausschmeißen? Aber ist nicht so schlimm. So wieder schauen, was Handelsabkommen. Von wem wird Johann Schuh belagert? Unterbrochene Verbindung über Land. Kann auch sein, dass eine Armee das vielleicht unterbricht unterwegs, oder? Nicht ihr schon wieder. Der gute Wille festigt die Bindung. Wenn du die Kaiserstadt hältst, kannst du Kaiserstädte annektieren. Also so, wie du es eigentlich, wie ich sowieso kann mit der Fraktion. Oh, das steht ja eine volle Armee drin. Von Dongming. Eklig. Dann gehe ich wieder zurück. Erstmal. Hm.
kann jetzt nicht mal den Typen nerven. Da musst du irgendeinen Zauber nutzen, um wirklich seine Leute zu versorgen. Der rennt ja schon permanent hier nur von Norden nach Süden. Mit dem Himmel! So, ihr wartet mal eine Runde wegen dem Aushungern. Schmiedemeister, Einkommen aus Industrie, fraktionsweit. Fan, Erbe oder Premierminister. Wird mal Zeit, dass meine Kinder groß werden. Nehmt dies mit unserem Segen. Gegen wen hast du denn Krieg? Gegen Hang Fu. Ja, tut mir leid, du bist tot. Eure Wahl. Wo kommt der denn her? Warum bin ich denn jetzt im Krieg mit dem? Ich hab doch abgelehnt, den Vasallen zu unterstützen. Oh, was ein Blödsinn. Dies sind unsere Bedingungen. Was? Warum sollten die regelmäßig Tribut von uns verlangen? Ihr wollt wohl nach den Sternen greifen. Ich glaube, du hast dich verklickt, Proof. Ist einfach zu früh. Habe ich mich verklickt? Ich bin nicht sicher. Ich gewähre euch Gnade. Da, ich habe ihn doch befreit. Deshalb wundert mich, dass der im Krieg gelandet ist. Weil er hat mich gebeten, ihm zu helfen. Ich habe gesagt, nö. So einfach läuft's. Eigentlich. Bei einem Sieg müssen wir bescheiden sein. Für den Wiederaufbau müssen wir das Fundament legen. Sprechen wir über das Gelernte. Ja, ich mache erstmal meine Runde, dann gucke ich wegen Friedensverhandlungen. Unmöglich. Gehorcht eurem Herz. Nicht heute. Wie könnt ihr es wagen, euer Gesicht zu zeigen? Kannst du im Moment in der Pfeife rauchen?
Wozu müssen wir uns unterhalten? Ach, ihr seid es. Nun bringen wir es hinter uns. Komm zur Sache. Lasst uns Platz nehmen und über die Einzelheiten. Wir nehmen euer Angebot an. Tretet einfach ein, Freund. Ein gutes Angebot. Wie lange seid ihr schon live? 3 Uhr. Wozu müssen wir uns unterhalten? Was schlagt ihr vor? Wisst ihr, was ich machen kann? Ja, das fällt mir gerade so ein. Besprechen wir unsere Anliegen. Ihr habt einen Tiger erweckt. Haltet euch bereit. Ob da mein Koalitionspartner ein bisschen besser zu mir hält wieder. Oder ob der die Koalition jetzt schon aufgelöst hat wieder. Schön, euch zu sehen. Danke, Money Styler, für den Sub. Was schlagt ihr vor? Wenn Gespräche überflüssig werden, entscheidet der Kampf. Ach, der ist dagegen, ne? Der wird nicht dafür stimmen. Nicht möglich. Gegen den Krieg zu ziehen. Ja, du kannst in der Startfraktion freischalten. Dafür musst du nur dich einmal zum König erklären, also zum Kaiser erklären, also bis zum Endgame gespielt haben, oder du musst seine Armee besiegen auf dem Schlachtfeld. So schaltest du den frei. Stehe in eurem Dienst. Ah ja, ich habe die Steuer noch oben, ne? Kein Wunder, dass ich so viel Geld, nicht so viel Geld, so viel Nahrung auch noch habe auf der Kante. Hallo Lucifer. Sei du auch gegrüßt. Hm.
Wir haben einen ADS-Kandidaten im YouTube-Chat. Leider werden wir nie wieder etwas von ihm hören. Aufmerksamkeit hat er erwartet. So, wundervoll. Jetzt habe ich die 15% Reichweite auf der Kampagnenkarte auch. Und jetzt kann ich mal gucken, was ich für sinnvolle Sachen in Form der Wirtschaft mal voranbringen sollte. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich folge eurem Ruf. Bedenkt alles. Hatte ich den nicht schon mal rekrutiert als Armee? Ach, der kann die Scharfschützen rekrutieren. Gut im Nahkampf, schwach gegen Kavallerie. Schwere Armbrustschützen. 50 rüstungsdurchdringenden Schaden auf 250. Schwere Schützen der Repetierarmbrust. 1400, ey. Da der 50% Grund- und Rüstungsdurchdringen gibt als Buff. Doch genug. Ja, der ist halt schon fies, ey. Wo ist meine Flasche? Ah, nee, lass mal so. Jetzt geht er mir an allen Ecken wieder auf die Eier. Ich brauche aber mal ein Katapult bei dem drin, damit eine Belagerung sofort gemacht werden kann. Kommt da Dong Min an, ey. Und geht mir auf Eier mit zwei Armeen. Es ist nicht an der Zeit, auf Vorteile zu beharren. Schön, dann haut er wieder ab. Ihr braucht uns nicht zu fürchten. Wir sind hier fertig.
da belagert er jetzt die Kleinstadt. Schön, euch zu sehen. Er hat echt mit Yuan Shao ein Bündnis. Also nicht Angriffspakt. Natürlich willst du dafür so eine Scheiße haben. Entschuldigung. Kann es sein, dass dein Reichgrad von innen zerfällt, weil du da plötzlich Han-Kaiserreich dazwischen, also zwischen deinen normalen Dingern stehen hast. Die Kunst der Politik übt den Geist. Boah. Zum Dienst! Möge der Wunsch die Leidenschaft lenken. Kämpft mit Feuereifer! Im Namen von China! Lasst eure Wut aus und zermalmt sie! Handelt schnell! Auf dem Marsch! Das wird nicht passieren. Ma Teng. Weise. Rücken vor! Aber wir sind auf minus 33 schon. Dann natürlich jetzt gerade nichts bauen. Sucht Sonne im Winter und Schatten im Sommer. Moment, ist auch immer noch derselbe Idiot, der hier rumrennt. Nicht möglich. Unmöglich. Ja, ja. Sprecht. Das kannst du auch knicken. Das wird kurz. Dass die alle aber auch keinen Frieden wollen. Nach der Reise ist Besinnung Pflicht. An die Waffen! Ich würde es mal machen, weil ich habe Belagerungsgerät dabei und ich hoffe, dass er sich ein bisschen eng zusammenstellt und wir mit den Katapulten den ärgern können. Ich glaube nicht daran, dass wir zusammenkämpfen, fürchte ich nichts. So viel Einheiten verlieren würden. Wie gerade angegeben. Verbrennt uns auch die Sonne. Unsere Pflicht ruft. Ich glaube, das wird letzte Schlacht erstmal. Unser Feuer brennt hell. Dann mal erstmal Feierabend wieder. Bereitet die Katapulte vor. Ach, und sie können die wundervollen brennenden Geschosse machen. Dauert zwar länger, aber die Geschosse explodieren auf dem Boden. Und machen ganz viel Aua. Und ihr könnt mit den Yi-Bogenschützen ja auch Brandbomben. Also nicht Brandbomben, sondern Feuerpfeile schießen. Kavallerie, bereit machen! Kavalleristen! Bereit machen! Befehle!
Segnet euch! Es ist soweit! Bogenschütze! Was? Normale Bogenschützen? Gesindel. Achtung! Achtung! Unsere Verstärkung ist da! Bereit machen! Oh, da ging einer volle Kanne rein. Gefällt mir. Schwerträger, bereit machen! Euer Tod wird China erfreuen. Spart euch die Luft. Ihr werdet sie brauchen. Bogenschützen bereit. Feuer frei. Artillerie. Geschosssalve. Jetzt. Setzt euch der Kampf zu. Unfassbar! Ihr könnt reden und kämpfen! Versammelt euch! Im Laufschritt! Bogenschützen! Pfeile eingespannt! Bereit! Heilung! Beeilt euch! Ihre Einheit flieht! Feiglinge! Feuer! Wie viele habt ihr getötet? Nicht genug! Würde man Kriege doch mit Worten gewinnen! Fahrt mal noch ein Stück vor. Schneller! Es ist soweit! Los, los! Bereit! Im Eilmarsch! Schwerter, seht, wie sie rennen! Was ist los? Verstopfung? Feige! Marschiert schnell! So wurde der Krieg nicht Mann gegen Mann entschieden, sondern Katapult gegen ganz viele Männer. Erledigt sie! Ein böses Ohr, Meteoriten! Und sie verfehlen alle. Alle acht. Erschreckend. Ihre Einheit flieht. Feiglinge. Pfeile. Bereit machen. Bogenschützen, haltet euch bereit. Formiert euch. Nehmt eure Positionen ein. Im Laufschritt. Berittene Soldaten. Seht, wie sie rennen. Feige. Bereit machen. Haltet euch bereit.
Mal gespannt nach einer Statistik, wie viel so Katapult jetzt platt macht. Ihr dürft frei eure letzten Ziele wählen. Haltet euch bereit! Aufpassen! Schwerter bereit! Lauf! Den Männern fehlt Munition! Zieht eure Waffen! Bereit machen, Katapulte! Wirbelkatapulte! Geschosse abfeuern! Ja, könnt ihr noch wechseln? Ja. Ich weiß, es ist nicht so spannend, wenn man das so macht, aber ich halte die Verluste gering. Also bis jetzt denke ich, dass ich die Verluste gerade gering halte. Bereit! Schnell ausrücken! Bogenschützen, antreten! Schwertkämpfer, bereit! Nicht nachlassen! Bereit machen! Achtung, Krieger! Beeilung! Katapulte, antreten! Ja, brav neben dem Katapult erstmal hinstellen. Scheiß Moral senken. Wasser bezwingt alles. Sollte es trotzdem schaffen. Die Stangenwaffen. Bereit machen. Unsere Männer rennen davon. Diese Feiglinge. Aufpassen. Achtung, Krieger. Beeilung. Bereit. Hier hat bestimmt einer noch den Schildblock. Aufpassen. Ah, nee, hat keiner. Okay. Lauft einfach durch. Bogenschützen! Los, los! Nimmt keine Rücksicht auf die paar Einheiten. Die Generäle sind gleich tot. Irgendwie ist einer meiner Generäle ein bisschen nah reingekommen, wenn ich das richtig sehe, aber wenigstens kann er noch fliehen. Ja, das ist der eigentliche Spezialgeneral Mateng. Speere! Tötet sie! Haltet euch bereit! Einen Schritt näher am Sieg! Zeigt keine Gnade! Aufpassen! Bereit machen! Achtung, Krieger! General fällt. Ha! Euch fehlt Mut. Los, los, los! Zeigt keine Gnade. Achtung, Krieger. Befehle? Tötet sie! G-Stangenwaffen! G-Krieger! In den Kampf! Wappnet euch! Beeilt euch! Bewegung! Breiter! Los, los, los! Ihre Einheit flieht! Feiglinge! Beeilt euch! Antreten, Schwertkämpfer! Es ist soweit! Lasst euren Zorn aus! Antreten! In den Kampf! Schlag zu! Haltet euch bereit!
einfach drücken. Moin, wie findest du das Spiel? Es ist super. Es ist eine... eine Erkenntnis ohne Wenn und Aber. Wenn ich könnte, würde ich es vergewaltigen. Natürlich mit gegenseitigem Einverständnis. Und wie ist das Game bisher? Wie eine Wassernixe, dessen Unterkörper eine menschliche Frau ist und der Oberkörper ein Fisch, aber es hat eine sehr schöne Vagina. Kavallerie antreten! Bereit machen! Schnell ausrücken! Wappnet euch! Im Eilmarsch! Es ist soweit! Vernichtet sie! Haltet euch Ihre bereit! Einheit flieht! Feiglinge! Bitte was? Wappnet euch! In Einköpfung! Bereit zum Kampf! Es fühlt sich an wie Herrin der See, wie sie langsam meine Badehose auszieht, während ich im Atlantik plansche. Lauf, lauf! Was ist das denn hier? Die Sonne geht auf. Habe ich nicht vor 3 Schlachten gesagt, das ist die letzte Schlacht? Und jetzt ist 6 Uhr. Ach, so eine Kacksache. Gut, da ich heute nicht verabredet bin. Die Ordnung wurde wiederhergestellt. Ach komm, du darfst ruhig gehen. Lauf zurück, ich bin zu euren diesmal Herren. Ein ganz netter Gegner. In der Hoffnung, dass die auch nett zu mir sind. Vor allem mache ich nur noch mehr Leute böse auf mich, wenn ich die Herrschaften nicht gehen lasse. Rüstung für gesamte Speerinfanterie plus 10%. Und schön, dass der Cao Ang, also der Sohn von Cao Cao, mir so gute Dienste leistet, obwohl ich seinen Vater getötet habe. Aber er nimmt es anscheinend nicht so übel. Er ist wohl ganz cool drauf. Die Vögel zwitschern bei mir nicht. Hat damit zu tun, dass ich immer die Fenster zu habe, sonst rastet der Hund aus bei den Vögeln.